Hallo und herzlich willkommen zum Wetterbericht für Donnerstag bis Sonntag mit dem 15-Tage-Trend noch dahinter. Und es gibt mal zunächst zwei einigermaßen freundliche Tage, vor allem der Freitag eigentlich fast überall in Deutschland trocken, auch vor allem in der Südhälfte warm. Am Samstag hält es dann noch im Osten länger, da wird es doch mal auch richtig warm, bevor es dann überall zuzieht und dann später am Wochenende von Westen her wieder neue Schauer und Gewitter gibt. Schon am Donnerstag um 14 Uhr sieht man langsam den Trend zur Auflockerung ganz im Norden. Es gibt noch einen Streifen hier, eine Art Luftmassengrenze, wo es bewölkter ist, nur wenig Lücken und auch vereinzelt noch ein bisschen Getröpfel gibt, der große Rest Richtung Süden nach der Auflösung der Nebel- und Hochnebelfelder. Sowieso für die Sonnenliebhaber eine freundliche Angelegenheit. Es lockert dann am Nachmittag und Abend weiter auf und das Problem für die Leute, die draußen sind, das war schon in den letzten Nächten, wie angekündigt, so ziemlich schnell, ziemlich kühl mit häufig einstelligen Tiefstemperaturen, ist halt doch schon Herbst. Aber bevor es die einstelligen Tiefstemperaturen gibt, gibt es durchweg zweistellige Höchsttemperaturen. Allerdings der Donnerstag noch nicht extrem warm, gerade mal so an die 21 Grad, immerhin am Oberrhein. Der Freitag dann ganz okay, aber eben die Einschränkungen am Abend schon im äußersten Westen, die ersten Schauer und Gewitter, die da reinkommen. Also da ist das Gröbste schon wieder durch und man sieht das auch noch auf der Aton-Solar-Sonnenschein-Vorhersage abgebildet, dass der Freitag eigentlich fast überall ein ziemlich sonniger Tag ist, allerdings im Norden doch immer wieder mit ein paar Wolkenfeldern, im Süden eine doch sehr freundliche Angelegenheit und man sieht auch hier die Schauer und Gewitter kommen wirklich erst Richtung Abend. Und die Höchsttemperaturen lassen sich sehen für einen September-Freitag immerhin bis an die 27 Grad am Oberrhein. Die Südhälfte allgemein 20 Grad und drüber, der Norden 20 Grad und drunter. Und es gibt weitere Aton-Solar-Sonnenschein-Vorhersagen. Der Blick auf den Samstag, da sieht man eben, wie es von Westen her zuzieht mit den Schauern und Gewittern. Die Wolken allgemein kompakter. Mit jedem Kilometer Richtung Osten hält die Sonne noch länger durch. Hier zum Beispiel Richtung Neiße durchaus noch mal 8 Stunden am Sonnabend in der Endabrechnung. Allerdings auch gleichzeitig natürlich auch die Wärme, die da durchhält von Westen her mit der Kaltfront, die entsprechend tieferen Temperaturen. Das ist der Sonnabend bzw. Samstag. Am Sonntag dann die ausgleichende Gerechtigkeit. Im Westen und Nordwesten geht es dann hinter dem ganzen Gesülze schon wieder auf. Es gibt schon wieder ein paar wenige Sonnenstunden, nicht der große Haufen, während die Südosthälfte noch weiter immer wieder nass und grau ist und dort ist auch kaum bis keine Sonne mit von der Partie. Das war der Sonntag und man sieht diesen Verlauf auch auf dem 15-Tage-Trend bei der Temperatur. Zunächst mal dieser Peak hier bei der Temperatur am Freitag und Samstag und dann geht es runter mit dem Tiefpunkt um den 19. 20. September rum und danach weiterhin große Unsicherheit, gehen wir zurück in eine Art verfrühten Altweibersommer. Das werden dann alle diese Lösungen hier oben. Bleiben wir im Durchschnitt, das ist diese leicht gezackte Linie, oder werden wir womöglich deutlich kühler als die Jahreszeit. Im Moment kann man es einfach noch nicht sagen. Sie sehen diese große Unsicherheit beim 15-Tage-Trend Richtung Wochenende. Weiß ich vielleicht schon mehr und werde es Ihnen natürlich sofort erzählen. Und tschüss.